Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute gibt es mal wieder etwas zum Thema Fotografie-Equipment und zwar geht es heute mal um das Thema Fernauslöser. Ich habe euch hier drei verschiedene Modelle mitgebracht, möchte euch ein bisschen was zu den Vor- und Nachteilen erzählen und wünsche euch einfach viel Spaß. Zunächst einmal, Fernauslöser braucht ihr immer, wenn ihr nicht direkt an die Kamera rangehen wollt, wenn ihr also verhindern wollt, dass die Kamera wackelt und auch nicht den Selbstauslöser mitnutzen wollt mit dieser 2 Sekunden Verzögerung. Deswegen stelle ich euch heute einfach mal 3 Modelle vor. Die ersten beiden sind sehr, sehr ähnlich, haben die gleiche Bauart. Das eine ist ein No-Name-Produkt, das andere ist direkt von Canon, der Original-Fernauslöser. Preislich denke ich schon gravierender Unterschied. Das No-Name-Produkt ist so um die 4-5 Euro. Hat sehr lange durchgehalten, mehrere tausend Auslösungen damit gemacht. Inzwischen ist er leider kaputt gegangen. Deswegen mussten wir den inzwischen ersetzen. Ihr könnt bei diesem Fernauslöser ganz normal wie beim Canon-Produkt auch auf der Rückseite einstellen, ob ihr nur direkt auslösen wollt oder mit 2 Sekunden Zeitverzögerung. Also genauso, als wenn ihr das an der Kamera auslösen würdet. Ihr braucht an der Kamera keinen Empfänger anbauen. Das läuft dann ganz normal über die Sensoren der Kamera. Deswegen denke ich, eine sehr günstige Variante, wenn man einfach nur einen ganz einfachen Auslöser möchte, ohne großen Funktionsumfang. Das zweite ist dann das baugleiche Modell direkt von Canon, ist dann allerdings schon 20 Euro, hat aber ansonsten die gleichen Funktionen. Der Unterschied ist einfach, ihr merkt, dass es fühlt sich ein bisschen wertiger an, ist auch von der Auslösung her etwas einfacher, etwas besser. Bei dem anderen hat man halt ab und zu mal drücken müssen, bevor überhaupt eine Auslösung passiert ist. Aber ansonsten denke ich, sicherlich wäre bereit, das hier 20 Euro auszugeben. Eine schöne Sache, ansonsten reicht aber auch sicherlich diese einfache Variante für 5 Euro. Die dritte Variante kostet schon um die 30 Euro, ist dann ein Fernauslöser mit Kabel. Wird halt an der Kamera direkt angeschlossen. Das Schöne bei dem Modell ist ein AJAX TH1, heißt das Ganze. Ich kann das gerne auch noch mal in die Kommentare mit reinschreiben oder in die Videobeschreibung, damit ihr wisst, was das für ein Auslöser ist. Das Schöne ist, ihr könnt an dem Kabel auch andere Kabel anschließen, so dass es völlig egal ist, welchen Kamerahersteller ihr habt. Funktioniert mit allen Herstellern, soweit ich weiß, wird einfach hier bloß ganz normal angeschlossen per Adapter und dann könnt ihr das an eure Kamera ganz normal anschließen. Ihr seid also nicht darauf angewiesen, dass ihr unbedingt eine Canon oder eine Sony oder sonst was haben müsst. Das Schöne an diesem Auslöser ist einfach, ihr habt ein Display mit drin. Ihr könnt also, wenn ihr zum Beispiel im Bulb-Modus arbeitet, ihr könnt ganz genau einstellen, wie lange die Belichtung sein soll. Und der macht das dann von ganz alleine, also beendet die Aufnahme von alleine. Ihr könnt das Ganze auch für Intervallaufnahmen benutzen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Timelapse machen wollt, könnt ihr ganz normal einstellen, in welchem Intervall aufgenommen werden soll, wie viele Aufnahmen gemacht werden sollen und so weiter. Also eine ganz tolle Sache. Ihr müsst einmal nur starten und alles andere macht dann dieser Fernauslöser für euch. Und ihr könnt euch einfach entspannt daneben setzen und braucht nichts weiter machen. Ansonsten auch schön, ihr könnt mit Zeitverzögerung arbeiten, könnt also auch genauso einstellen, dass ihr von mir aus in einer halben Stunde die erste Auslösung haben wollt. Ihr stellt das einmal ein. Könnt euch auch dann ganz mit anderen Sachen beschäftigen und dann beginnen von mir aus in einer halben Stunde erst die Aufnahme. Also ich denke, sehr flexibel dieser Timer. Wie gesagt, kostet um die 30 Euro. Ich denke, auch das ist noch nicht zu viel. Es gibt auch noch Modelle, die ohne Kabel sind, heißt also ein richtiger Funkauslöser, die ähnliche Funktionen haben, sind dann natürlich vom Preis her noch höher. Da hättet ihr dann einen Empfänger, den ihr an der Kamera anschließt, auch dann wieder per Kabel und den Sender habt ihr dann in der Hand. Vorteil ist einfach, ihr müsst nicht so dicht an der Kamera stehen, ihr könnt auch weiter wegstehen und könnt trotzdem diesen Funkauslöser dann ganz normal benutzen. Vorteil bei dem Auslöser, das heißt, für mich ist es ein Vorteil, ich mag es lieber, weil der wird mit Batterien betrieben. Ich habe hier hinten so 2 LR3 Batterien drin. Einfach der Vorteil, der Auslöser zieht jetzt nicht den Strom der Kamera noch mit ab, also er nutzt jetzt nicht auch noch den Akku der Kamera, sondern hat eine eigene Stromversorgung. Es gibt aber auch Modelle, die dann einfach den Strom aus dem Akku der Kamera nutzen, wo gar keine Batterien drin sind. Das muss jeder für sich entscheiden, was ihm lieber ist. Ich persönlich mag das, wenn der Auslöser nicht noch zusätzlich auf den Akku der Kamera zugreift. Grundsätzlich denke ich, so ein Fernauslöser ist schon eine schöne Sache, einfach weil ihr flexibler seid, gerade wenn ihr gerne Timelapse-Aufnahmen, solche Sachen macht, könnt ihr das
wesentlich einfacher steuern. Ihr braucht nicht extra noch ständig eine Uhr dabei, wenn ihr Bulbaufnahmen macht mit längeren Belichtungszeiten. Also glaube ich, eine schöne Sache, dass man einfach ein bisschen flexibler ist. Und der Vorteil, ihr müsst nicht immer an die Kamera ran. Die Gefahr, dass es dann doch mal ein bisschen schwankt, die Kamera, ihr Verwacklung im Bild habt, ist halt einfach immer da. Mit so einem Fernauslöser geht ihr solchen Sachen einfach aus dem Weg. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.